Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Herbst 2011 und rechnen wollen wir die Aufgabe 5. Die Aufgabe 5 befasst sich mit einem Windrad und bevor wir uns auch hier wieder den näheren Einzelheiten zuwenden, schauen wir uns erstmal die Skizze an, die den Sachverhalt ein bisschen beschreiben soll. Das Windrad besteht aus drei Rotorblättern, die symmetrisch am Umfang verteilt werden sollen. Und alle drei Blätter drehen mit gleicher Geschwindigkeit auf einer Generatorwelle, die eine Drehzahl von n gleich 22 1 pro Minute hat. Über die Rotorblätter selbst wissen wir, dass sie eine Masse von 500 Kilogramm haben. Und dass sich die Masse in Bezug auf die Drehachse im Schwerpunkt in einem Abstand von 8 Metern befindet. Das soll heißen, wenn die Rotorblätter sich also drehen, würden diese Schwerpunkte eine kreisförmige Bahn machen und der Radius R ist 8 Meter. Okay, gesucht ist die Winkelgeschwindigkeit Omega zu dem Teil A.